1950, wohnhaft in Ratingen, bin dort seit Juni 2013 in der AfD. Frage versteht man nicht da hinten? Prima. Seit 2013 in der AfD, habe dort seit 2015 das Amt des Sprechers des Stadtverbandes und seit einem guten halben Jahr bin ich auch Kreisschatzmeister des Kreisverbandes Mettmann. Ja, wie mache ich am besten meine persönliche Vorstellung? Ich mache das mal einfach so, wie uns die anderen sehen. Und da sage ich mal ganz einfach, ich bin eine Schande für Deutschland. Eine Schande für Deutschland nach den Worten von Wolfgang Schäuble, auch bekannt als die Schwarze Null. Nicht so viel Beifall für Wolfgang Schäuble als Schwarze Null, wir haben auch genug rote Null auf der Regierungsbank. Woran machen wir das fest, dass wir eine Schande sind für Deutschland? Naja, sagen wir mal ganz einfach, zählen wir mal auf. Wir sind geistig verarmt, materiell sowieso verarmt und wir sind fremdenfeindlich. Jetzt übersetze ich das mal in die Wirklichkeit der AfD am Beispiel meiner Person. Da heißt das, ich habe mit 18 Jahren Abitur gemacht, habe dann anschließend Grundwehrdienst abgeleistet, Mathematik, Physik und Wirtschaftswissenschaften studiert und das mit einem Diplom in Mathematik abgeschlossen. Also soweit zur geistigen Armut. Materielle Armut, nun gut, ich habe damit mit dem Studium einen anstrengenden Notberuf erlernt, der mich dann auch dazu in die Lage versetzt hat, einige Jobs anzunehmen. Das war unter anderem beim Industrieverband, Eisen- und Stahlindustrie, das war bei einem Kreditinstitut, das war bei Unternehmensberatungen und ganz zum Schluss, die letzten Jahrzehnte, war ich bei einem Unternehmen, was noch nicht so bekannt war, als ich da anfing. Das hatte damals ein paar hundert Mitarbeiter. Heute haben sie weltweit 70.000. Es ist das teuerste Unternehmen auf dem deutschen Kurszettel. Und es erfüllt mich mit einem gewissen Stolz, dass ich meinen kleinen bescheidenen Beitrag dazu beitragen konnte, dieses Unternehmen auch mit zu dem gemacht zu haben, was es heute ist. Und weil es der Firma gut geht, brauche ich mich um meine betriebliche Altersversorgung dort Gott sei Dank keine Gedanken zu machen, also dass wir uns zum materiellen Armut. Kommen wir zum anderen Kapitel, Fremdenfeindlichkeit. Da muss ich sagen, da muss ich natürlich ein bisschen weiter ausholen, das lässt sich natürlich nicht so schwer entkräften. Ich war zwar in einem multinationalen Unternehmen tätig, wo man viele internationale Projekte gemacht hat, muss aber zugeben, dass natürlich die meisten Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, Bio-Deutsche waren. Bio-Deutsche, da verwende ich mal einen Begriff, den unser Cem Özdemir, den ihr hier im Saal kennt, geprägt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Begriff mal Wort des Jahres werden würde, hat es leider nicht geschafft, sind andere. Ich hatte in dem Zusammenhang gewundert, dass man zwar von Bio-Deutschen spricht, aber der Bio-Türke noch keinen Eingang gefunden hat in unseren Sprachgebrauch. Aber ich sage, ich habe nicht nur Bio-Deutsche eingestellt, ich habe unter anderem Nationalitäten eingestellt aus China, Indonesien, Libanon, Türkei, mit denen ich bestens als Mitarbeiter zusammengearbeitet habe. Das waren anständige Leute. Von denen kam jeder mit einem gültigen Pass nach Deutschland, sofern er nicht schon hier geboren war, hat die gültigen Zeugnisse vorgelegt und sich hier bestens in die Firma integriert. Fast überflüssig zu sagen, dass ich natürlich bei meinem Job in einem Softwareunternehmen auch sehr viel mit Indern und Chinesen zusammengearbeitet habe. Sehr disziplinierte, fleißige Leute. Ich kann da absolut nichts Negatives darüber sagen. Viele Freundschaften habe ich noch bis heute in dem Bereich. Naja, aber ich sag mal, mein Outing geht weiter in der Weise, und zwar bekenne ich mich dazu, ich bin Rechtspopulist. Und ich frage das durchaus auch mit einem bestimmten Stolz und Selbstbewusstsein, und zwar deswegen, weil ich möchte, dass Recht und Ordnung in diesem Staat endlich wieder populär werden. Das
ein Rechtsstaat genannt werden kann. Man kann das festmachen an vielerlei Einzelheiten. Ich brauche da jetzt gar nicht mal in die jüngste Vergangenheit hineinzugehen, was dort in Berlin passiert ist, dass da einer mit 14 verschiedenen Identitäten rumreisen konnte, völlig unbehelligt und während bei uns jeder Parksünder verfolgt wird. Naja, was mich aufregt, ist zum Beispiel solche Fälle wie diejenige, dass jugendliche Raser hier in einer Stadt am helllichten Tag mit Migrationshintergrund eine Frau umfahren, eine junge Radfahrerin, die nach einigen Tagen qualvoll stirbt. Diese jungen Leute verlassen den Gerichtssaal als freie Leute. Während hingegen eine, ich wiederhole diesen Begriff, biodeutsche Frau mittleren Alters, die ihre Rundfunkgebühr nicht bezahlt hat, hinter Gittern wandert. Da muss ich sagen, da ist etwas faul in diesem Staat. Nicht in Dänemark, wie es Hamlet gesagt hat, sondern hier in Deutschland. Und last not least, zum Rechtsstaat gehört auch, dass der Staat sich an seine eigenen Verträge, die er geschlossen hatte, halten sollte und an die Vereinbarungen. Wenn man mich fragt, wo ich mich selbst, wenn es denn dazu kommt, ich weiß, dieses Ziel ist sportlich, bei diesem Platz 50, auf dem wir jetzt ungefähr roundabout sind, wo ich mich einbringen kann. Mein besonderes Hobby sind die Grünen. Nicht etwa deswegen, weil ich persönliche Erfahrung habe da mit Drogenkonsum. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Kindersex, sondern weil ich schlichtweg diese Ideologie, das an sich gute Gedanke der Ökologie missbraucht wird für eine bestimmte Ideologie, um diesen Staat fertig zu machen. Da will ich mich einbringen. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen an den Kollegen Ulrich zu stellen. Bitte schön. Vorsicht. Ganz lange, alles gut, Herr Witzmann. Bitte. Weshalb haben Sie nicht auf einem früheren Platz kandidiert? Ich muss dazu sagen, ich hätte das, diese Frage ist auch schon mal an mich gestellt worden. Aber ich denke, es gab Leute, die sich wirklich auch um diese Partei verdient gemacht haben in der Vergangenheit. Und die ich den Vortritt lassen wollte, die einen erheblichen Arbeitseinsatz gezeigt haben und sich auch hier vorgestellt haben. Und ja, ich bin in den letzten Tagen gefragt worden, hier auch aufzutreten und das habe ich getan. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag, Herr Berschen, Heinz-Sieg-Kreis. Ich muss kurz ausholen, ich bin Polizeibeamter in Köln. Ich bin in dieser Spezialeinheit, die diese Rennen verfolgt. Muslimischer Hintergrund mindestens 90%. Aber jetzt zu meiner Frage, wie stellen Sie sich denn vor, diese gesetzlichen Missstände bzw. diese Ungleichbehandlung vor dem Gesetz zu bekämpfen? Diese Ungleichbehandlung vor dem Gesetz, die wir haben, der liegt eine ganz bestimmte Geisteshaltung zugrunde. Und ich sage mal, das ist die 68er Geisteshaltung. Die ist in den Köpfen drin von den Politikern und in der Verwaltung. Und diese Geisteshaltung bedeutet im Klartext, dass ja bemitleidenswert ist nicht das Opfer, sondern der Täter. Der Täter ist deswegen böse, weil die Gesellschaft böse gemacht hat. Das ist ein ganz langer Prozess und ich hoffe, dass die AfD diesen oder wir gemeinsam diesen Weg gehen können, diese Umdenken zu bewegen, dass wir wieder mehr Rücksicht nehmen auf die Opfer und dass jeder, auch der Täter, für sein Handeln verantwortlich ist und dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden soll. Danke. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten Ulrich? Dann schaue ich zunächst in meiner linken Seite. Gibt es da noch Kollegen, die Fragen stellen möchten? Dann zur Rechten.
nicht der Fall. Dann würde ich bei 3, 2, 1, 0 die Fragerunde an dieser Stelle schließen. Ich bedanke mich recht herzlich beim Kollegen Ulrich.